Die beste Sache, die du tun kannst, wenn du Geld sparen willst beim Kauf eines Gaming-PCs, ist ihn selber zu bauen. Doch welche Hardware passt gut zusammen und wie baue ich sie zusammen? Und wenn ich dann alles nachher zusammengebaut habe, wie geht es dann weiter? Wie richte ich so einen PC ein? Wie stelle ich so einen PC ein? Lüfterkurve, BIOS-Update, Windows-Installation, Fragen über Fragen. Und was machst du, wenn du nicht weiterkommst bei irgendwelchen Problemen? Und daher habe ich mir jetzt im Rahmen der Gamescom gedacht, ich nehme dich einfach an die Hand und zeige dir von A bis Z, wie du zu deinem Traum-Gaming-PC kommst. Ja, wie geil ist das denn? Nicht ganz so ein wilder, wie der hier auf dem Tisch steht, denn ich baue normalerweise eher so ein bisschen in der Premium-Richtung, 4.000, 5.000 Euro plus, sondern für 1.200 Euro Variationen sind da auf jeden Fall drin, zeige ich dir gleich. Und neben der Preisersparnis ist natürlich der große Vorteil, wenn du es einmal alles selber gemacht hast, dass du weißt, wie es geht. Also sind somit auch zukünftige Upgrades für dich überhaupt gar kein Problem. Grafikkartenwechsel, Speichererweiterung, einen anderen Kühler einbauen, mal ein anderes Gehäuse etc. Und ganz nebenbei ist es mit PC-Bauen ähnlich wie mit Lego. Keiner kauft sich das fertige Modell, sondern man bezahlt einen Haufen Geld für Lego, weil man einfach Spaß an dem Zusammenbauen hat. Und genauso verhält es sich auch mit dem Gaming-PC, denn selbstgebaut zockt sich's am besten. Und damit hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um den PC. Und heute starten wir mit der fantastischen Reihe 1200 Euro Gaming PC und jeder kann ihn bauen, auch du. Denn ich nehme dich mit an die Hand und heute im Part 1 stelle ich dir erstmal die Hardware vor und ja, wir bestellen sie zusammen. Den Link zu der ganzen Konfiguration, zu der Hardware-Liste ist eine Geizhalsliste, findest du übrigens unten in der Videobeschreibung. Dann in den weiteren Teilen gucken wir uns dann gemeinsam die gelieferte Hardware an, beziehungsweise bauen dann den PC in einem Livestream zusammen auf twitch.tv/bastelnerd. Wenn du da noch nicht folgst, folg da mal schon mal gerne. Da kannst du das dann live mitverfolgen, beziehungsweise ist meine Idee dahinter, jetzt eine Woche Zeit zu lassen, so dass jeder sich die Hardware auch bestellen kann und dann parallel im Livestream mitbauen kann. So hast du die Möglichkeit, falls jetzt irgendwie Probleme oder so schon da auftauchen, mir direkt im Chat die Fragen zu stellen. Es wird aber auch parallel eine Aufzeichnung nachher auf YouTube hier hochgeladen werden. Da bin ich natürlich dann auch da in den Kommentaren, beziehungsweise natürlich auch sonst in den anderen Livestreams. Ich habe ja auch noch andere Formate wie Nerd Talk, wo du mir dann die Fragen stellen kannst. Nach dem Zusammenbau dann von dem PC wird es dann nochmal einen Livestream geben, wo wir den ganzen PC dann einrichten, Windows installieren, BIOS-Update, Lüfterkurve etc., so dass du dann nachher am Ende einen leisen, stabilen und leistungsstarken Gaming-PC hast, mit dem du dann lange Freude hast. Ja, und dann starten wir mal mit der PC-Hardware. Angefangen mit dem Mainboard. Hier habe ich mich entschieden für einen Asus TUF Gaming B650 von Asus, wie du siehst, AM5-Sockel heißt, wir setzen hier auf AMD. Einfach aus dem Grund hat die längste Zukunftssicherheit und Intel ist ja auch momentan, ja, sind viele nicht gut drauf zu sprechen. Aufgrund diverser Probleme will ich auch nicht näher drauf eingehen. Das Board hier an sich bietet schöne Erweiterungsmöglichkeiten. Wir haben hier einen M2-Slot, der sogar 5.0 angebunden ist und nochmal hier unten drunter zwei weitere M2-Slots für ja, Speicher-Upgrades, falls es dir dann später mal nicht reicht. I/O-Cover-mäßig haben wir hier 10x USB, 8x USB-A, 2x Typ C und nebenbei hat das Board auch hier noch eine Top-Spannungsaufbereitung, so dass du jetzt auch wahlweise eine stärkere CPU auch draufbauen kannst, beziehungsweise später mal eine leistungsstärkere CPU upgraden kannst, falls dir die Leistung der CPU später mal nicht ausreichen sollte. Und dann kommen wir auch mal zur CPU. Da habe ich mich entschieden für den aktuell besten Preis-Leistungssieger, den AMD Ryzen 5 7500F. Ist ein schöner 6-Kerner mit 12 Threads und wie du siehst auch nur mit 65 Watt TDP. Daher auch sehr sparsam. Ich habe die CPU hier schon länger im Einsatz und getestet und kann dir sagen, für aktuelle Spiele reicht die Leistung top aus. Natürlich kannst du auch hier variieren und zum Beispiel jetzt in dem Fall für diesen Sockel den 7800X3D nehmen, was so die Speerspitze aktuell ist, aber der kostet halt nochmal 200 Euro mehr und ist, ja, somit hat er ein deutlich schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis und ich wollte hier ja ungefähr so bei diesen 1200 Euro bleiben.
Und gekühlt wird unser fantastischer Prozessor vom Arctic Freezer 36 in der ARGB Black Version, ist in dieser Preisklasse der beste Luftkühler, den es aktuell am Markt gibt. Dazu hat übrigens PC Games Hardware auch ein Video gemacht und hat den auf einen 12.900K gebaut mit 150 Watt Leistungsbeschränkung. Zwar, aber 150 Watt ist natürlich deutlich mehr, als wir hier unsere CPU hier verbraucht. Und dort hat dieser Kühler sogar ein Noctua NHD 15 geschlagen, der 100 Euro kostet. Ja, somit haben wir hier Power genug. Auch wenn du dich jetzt entscheidest für den 7800X 3D, kannst du auch diesen Luftkühler da drauf verwenden. Und nebenbei auch noch großer Vorteil ist, dieser Luftkühler trägt nicht dick auf, so dass du auch noch was von deinem RGB-RAM siehst und da nicht irgendwie die Lüfter drüber hängen, weil dann kannst du dir den RGB-RAM sparen, weil du den nicht siehst. Also dieser Luftkühler, wirklich absolute Preis-Leistungs-Empfehlung. Und ja, deswegen werden wir den hier auch verbauen. 25,40 Euro. Top-Geschichte. Ja, dann hatte ich eben schon den RAM angesprochen. Ja, beim RAM setze ich auf den Kingston Fury Beast in der RGB-Version 32 GB. Damit mehr als ausreichend Speicher für so einen Gaming-PC. Also da kannst du auch noch 30, 40, 50 Chrome-Tabs nebenbei aufhaben beim Zocken und irgendwie noch einen Stream laufen haben und so, wie viele das ja immer haben. Quasi auf dem zweiten oder dritten Monitor noch irgendwas am Gucken sind. Discord, dies, das. Und so weiter. Also 32 GB absolut ausreichend. Und natürlich hier mit schönen Timings 6000 MTS CL30. Somit auch sehr, sehr flinker RAM. Dieser bringt hier auch das AMD Expo Profil mit. Somit halt auch auf AMD optimiert. Und nebenbei habe ich auch in der Kompatibilitätsliste vom Mainboard geguckt und dort steht dieser Arbeitsspeicher drin. Als Approved von Asus kann ich dir auch immer nur empfehlen, nimm nur Arbeitsspeicher, der zu dem Mainboard passt. Dazu habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht, findest du übrigens hier oben, falls du da irgendwie passenden Arbeitsspeicher zu deinem Mainboard-CPU-Kombination suchst. CPU spielt nämlich auch immer noch eine Rolle dabei. Und das Ganze natürlich dann mit zwei Modulen, denn vier Module machen sowohl bei Intel als auch bei AMD mit DDR5 aktuell viel Stress bzw. funktioniert. Nur wenn du hier relativ runter gehst mit der Taktrate. Dann kommen wir zur SSD. Hier setze ich auf die SN580 von Western Digital mit 2 Terabyte. Natürlich durchaus ausreichend Platz für eine Menge Spiele. Wenn du jetzt nur ein, zwei Spiele hast, dann kannst du natürlich auch die 1 Terabyte Version nehmen. Die liegt so ungefähr bei 60 Euro. Die 2 Terabyte liegt jetzt hier bei 110. Schöne SSD mit gute 4000 Lesen und Schreiben Megabyte die Sekunde. Hat dann auch langlebig TLC-Speicher und nicht QLC-Speicher. Natürlich kannst du da auch eine schnellere SSD reinnehmen, irgendwie eine Samsung 990 Pro oder sonst irgendwie was, aber ich kann dir sagen, damit stehst du nicht schneller im Level. Von daher diese SSD einfach die beste Preis-Leistung. Dann als Gehäuse setze ich auch natürlich auf einen Preis-Leistungssieger bei so einer Konfiguration. Hierfür um die 75 Euro das Fantex XT Pro Ultra Satin Black. So, was ist der Vorteil an diesem Gehäuse? Offensichtlich leuchtet es nämlich schon mal. Das ist sehr schön. Hat eine Mesh-Front, das heißt Luft geht rein und diese vier Lüfter sind alles 140 mm Lüfter. Heißt, dass die natürlich bei gleicher Drehzahl gegenüber 120er Lüftern ordentlich Wind in den Rechner reinpusten. Somit, ja, also frische Luft. Auch ganz nice bei diesem Gehäuse ist, du kannst, wenn du irgendwie später mal upgraden willst, auch eine 360er AIO Wasserkühlung oben in den Deckel einbauen. Du hast hier 41,5 cm Platz für Grafikkarten. Also es passt theoretisch alles rein, was gerade aktuell am Markt ist an Grafikkarten. Wenn du irgendwo später mal aufrüsten willst, hast eine Glasscheibe und auch, was hier zukunftssicher ist, wir haben hier die Durchführung für rückseitige Anschlüsse. Ist ja so ein bisschen so ein Trend, der jetzt gerade aufkommt. Da gibt es Asus aktuell mit dem BTF-Standard und MSI mit Project Zero. Also wenn du da dann mal zukünftig irgendwie mal dein Mainboard oder so tauschen willst, dann hättest du hier auch die Möglichkeit und bräuchtest nicht ein neues Gehäuse. Also Summe summarum, ein solides Case, wo du lange dran sparst. Hast einfach beste Preis-Leistungsgehäuse. Dann kommen wir natürlich zu dem spannenden Part, ne? Grafikkarte. Was hat sich der Bastian denn bei Grafikkarte ausgedacht? Ja, da muss ich auch ein bisschen Wusa machen. Ich habe mich entschieden für eine Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti. Gut, das ist jetzt die OC-Variante geworden, weil die da gerade irgendwie, ja, mit günstig war. Ja, Vorteil ist natürlich, wir haben jetzt hier die GeForce 4000er Serie. Somit haben wir natürlich DLS 3. Wir haben natürlich Raytracing mit an Bord, auch für Content Creator.
Monitor haben wir natürlich den NVENC-Encoder, also den NVIDIA-Encoder. Wir haben AV1, also diese Grafikkarte bietet natürlich alle Features, die die 4000er-Serie, NVIDIA-Serie kann. Und hat 16 GB Videospeicher, was jetzt sehr gut ist, wenn man diese Grafikkarte sehr lange nutzen will in hohen Auflösungen, beziehungsweise auch als Content Creator, wenn man da irgendwo noch auch ein bisschen Videoschnitt oder sonst irgendwie was mitmachen will, bringen natürlich die 16 GB relativ viel. Wermutstropfen ist ganz klar, was viele immer kritisieren, die ist halt nur x8-fach angebunden, also ja, von den 16 Lanes nutzt die nur 8. Nvidia hat das aber so gemacht, weil das in diesem Fall mit dieser Grafikkarte ausreicht. Kritisch wird es halt nur, wenn du jetzt nur PCI 3.0 hättest, aber haben wir natürlich nicht. Und ja, es gibt natürlich auch leistungsstärkere Grafikkarten. Vorteil von dieser Grafikkarte ist aber, dass diese Grafikkarte eine sehr gute Leistung pro Watt. Heißt, für den Strom, die diese Grafikkarte aus der Steckdose zieht, kriegst du aktuell nicht mehr FPS auf deinen Bildschirm als mit diesem Modell. Von daher ist das eine schöne, sparsame Karte. Wenn du natürlich da eine stärkere einbauen willst, ist das alles gar kein Problem. Ich wollte natürlich jetzt hier in diesem Fall auch bei diesen 1200 Euro bleiben, mit einer soliden Grundbasis und nicht irgendwo den Rest drum zugespart, um jetzt irgendwie noch eine stärkere Grafikkarte reinzubauen. Du kannst natürlich jetzt hier variieren, du kannst auch eine AMD-Grafikkarte nehmen oder hier 4080, 4070, super, was es da alles gibt. Das bleibt jedem selbst überlassen. Ich werde diese Grafikkarte ordern, weil ich die dann nachher finally in meinen eigenen PC reinbaue, denn diese Grafikkarte bietet mir genug Leistung für Diablo 4, da es nicht so anspruchsvoll ist, rein von der Grafikberechnung, aber sehr anspruchsvoll ist, was Videospeicher angeht, für die hohen Texturen, und deswegen habe ich mich auch unter anderem für diese Grafikkarte entschieden. Denn dieses ganze Ding hier ist aus meinen freien Stücken entstanden und wird hier auch nicht von irgendwelchen Herstellern oder sonst irgendwie Online-Händlern supported. Long story short, wenn du mehr Power willst, dann bau dir da irgendeine andere rein, spielt im Endeffekt keine Rolle, denn kommen wir zum Netzteil. Hier setze ich auf den BeQuiet PurePower 12M mit 750 Watt. Dazu habe ich übrigens auch schon mal ein extra Video gemacht, findest du hier, falls du dich dafür interessierst. Dieses Netzteil hat halt neben 10 Jahre Garantie und 80 plus Gold Zertifizierung, was so viel heißt, dass das Netzteil sehr effizient ist. Natürlich mit 750 Watt mehr als ausreichend Power für diesen Gaming-PC. Es würde in diesem Fall auch das Pendant mit 550 Watt reichen, liegt so bei 85 Euro. Also wenn du jetzt hier nochmal 20 Euro sparen willst, dann nimm die 550 Watt Variante. Wenn du 100 Watt weniger nimmst, liegt es irgendwie, glaube ich, bei um die 100 Euro. Also es macht einfach alles keinen Sinn. Deswegen habe ich hier die 750 Watt Variante genommen. Würde ich dir auch empfehlen, auch wenn du es mit der Grafikkarte machst, die ich dir vorgeschlagen habe. Denn wenn du später mal aufrüsten willst, dann musst du nicht gleich wieder ein neues Netzteil mitkaufen. Kannst natürlich auch noch eine Nummer größer nehmen. Das ist hier so preis-leistungsmäßig der Sweet Spot für 105 oder 106 Euro. Ist ein schönes Netzteil. Hat dann hier im Lieferumfang natürlich auch das 12 Volt High Power Kabel dabei, welches wir tatsächlich aber an der 4060 Ti nicht benötigen, denn die hat noch den klassischen 8-Pin als einzelnen Stromanschluss. Aber ja, wie gesagt, für zukünftige Upgrades hast du auf jeden Fall dann auch den 12 Volt High Power oder wie heißt er jetzt, 12 Volt 2x6 Anschluss am Start. Somit könntest du natürlich dann auch eine 4080, 4070 nativ mit diesem Kabel vom Netzteil anschließen und bist nicht auf diesen dusseligen Adapter angewiesen. Das soweit zur PC-Konfiguration. Diese findest du natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit du das dann alles easy dann anklicken und nachkaufen und nachbauen kannst, wie auch immer. Und zwar hier findest du die ganze 1200 Euro RGB Gaming PC selber bauen bei Bastelnerd. Hier ist die ganze Hardware. Jetzt zeige ich dir just noch, wo ich die ganzen Sachen bestellen würde. Ich habe sie schon bestellt, aber kurz mal, um dich abzuholen, wo ich es machen würde. So, SSD, Mindfactory. Dann den Prozessor, wird wahrscheinlich auch Mindfactory sein. Genau, auch Mindfactory, somit auch in den Warenkorb. Dann der RAM, Gratisversand. Ja, dann würde ich hier Galaxus in dem Fall nehmen. Also hier bei Galaxus den RAM in den Warenkorb packen. Dann kommen wir zur Grafikkarte. Die kannst du dir aussuchen. Amazon, ne? Siehst du ja, Notebooks billiger wäre auch möglich. Ich würde sie tatsächlich dann bei Galaxus auch mit reinpacken, weil ich ja da eh schon den RAM am Start habe. So, das Mainboard. Ja, tatsächlich würde ich es bei Amazon bestellen, da es da tatsächlich auch gerade am günstigsten ist.
ist. Genau, hier 16 Stück sind noch auf Lager. Für 155 ist wohl gerade ein Angebot. Deswegen war das auch so günstig. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt Angebot-Dinger nehmen, damit man das auch für den Preis auch noch in 6 Wochen zusammenbauen kann. Aber gut, die paar Euro jetzt. So, dann der Kühler. Auch Amazon ist zwar Marketplace, aber natürlich hier über Arctic direkt. Also hätte ich jetzt überhaupt kein Problem mit. Könnte es natürlich auch bei Galaxus mit reinpacken, aber wenn du jetzt kein Amazon Prime hast. Aber würde ich jetzt tatsächlich auch bei Amazon mit reinpacken. Gehäuse. Bei Notebooks billiger kostet es Versand. Bei Galaxus ist gratis Versand und da haben wir ja sowieso schon 3 Komponenten. Also hier auch nochmal mit in den Warenkorb rein. Und das Netzteil, ja, auch nochmal bei Mindfactory mit in den Warenkorb packen. So, ich habe es gerade alles durchsortiert. Ich habe es auch so bestellt. Und zwar bestellst du die ganzen 8 Teile, die wir für diesen Gaming-PC brauchen, bei 3 verschiedenen Händlern. Und zwar einmal SSD, Prozessor und Netzteil bei Mindfactory. Wenn du da nach 12 Uhr bestellst, also nach Mitternacht bis 6 Uhr morgens und über 150 Euro bist, sparst du übrigens die Versandkosten. Kleiner Hack, also wäre hier auch theoretisch versandkostenfrei. Bei Galaxus dann den Arbeitsspeicher, die Grafikkarte und das Gehäuse. Ist ja hier auch versandkostenfrei. Und bei Amazon, sofern du E-Prime hast, dann das Mainboard und den CPU-Kühler wäre hier auch versandkostenfrei. Kostenfrei. Somit würde auch hier unten die Endsumme stammen. Ein paar Sachen waren ein paar Cent teurer, weil die jetzt irgendwie bei den nicht den günstigsten genommen haben, aber du bist definitiv unter den 1200 Euro und es ist nicht hier eine Konfiguration 1200 Euro und nachher kostet 1280. Das soweit zur PC-Hardware-Konfiguration und wo ich dir empfehlen würde, diese ganze PC-Hardware zu bestellen. Meine Sachen sind schon auf dem Weg, beziehungsweise die Bestellung ist raus, auf dem Weg sind die noch nicht und ich hoffe, dass die zum nächsten Wochenende dann da sind. Dann wird dann der Livestream stattfinden. Dann kannst du natürlich dann an dem Wochenende auch parallel mitbauen, sofern deine Hardware schon da ist. Und ansonsten keine Panik. Es gibt natürlich auch dann die Aufzeichnung auf YouTube dann etwas zeitverzögert hier zu sehen. Deswegen folge schon mal auch dem YouTube-Kanal und abonniere die Glocke. Ja, genau. Abonniere die Glocke einfach, damit du auch benachrichtigt wirst, falls es hier mit dem nächsten Teil weitergeht. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit und fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.